Another big ass. Ha! That's fucking right. Aber wie gesagt, wir können manche Fähigkeiten erst ab Akt 5 freischalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir sind gerade, steht das hier irgendwo? Ich glaube, wir waren Akt 2. Fragezeichen. Wir sind entweder in Akt 2 oder Akt 3. Wie ihr hier an Lore aber sehen könnt, ist das noch nicht gerade sehr viel. Wobei, an der Länge hier könnte es eigentlich schon fast Akt 3 sein, in dem wir sind. Blessing, Punishment, Loadouts, ja, ja. Das hat, wie ich zwischendurch mal mitbekommen habe, irgendetwas mit den Costume Maps zu tun. Mit den Maps, die man selber machen kann. Aber hier steht gerade nichts. Naja, vielleicht kommen wir ja jetzt auch. Langer Gang. Kaputter Waffenständer. Vielleicht kommen wir jetzt ja auch in den neuen Akt, wenn wir hier ein bisschen weiter reingehen. Was? Wieso ist der Bogen so viel besser? Mensch, ist gut. Ich wechsle ja schon. Scheißvieh. Ich hab Rüstung. Ich hab einen neuen Schild, den muss ich auch benutzen. Knechte! Sterbt! Weg mit euch! Bleibt von Kedder weg! Man darf Männer nicht schlagen! Man darf Frauen nicht schlagen! Man darf kleine Insektenviecher nicht schlagen! Das war schlecht geblockt! Das war besser geblockt! Was haben wir denn hier? Equipped. Na, stell dich richtig. Oh, danke. Wie viele Viecher kommen da denn? Kommt erst eine unendlich lange Welle? Hep. Und hep. Und schützen. Nein, du hast mein Schild kaputt gemacht. Der wunderbare Schild hat einen Rüstungswert von 500. Dummes Arsch. Nicht zu glauben. Das heißt sehr wohl, ich werde wohl wieder auf Verteidigung gehen müssen. Slow. Ach so. Ha, jetzt habe ich das auch verstanden. Mein Kopf war gerade mal wieder zu langsam. Wir haben gerade einen langsamen Bogen aufgenommen und ich habe das gerade irgendwie vertauscht. Ich habe gedacht, Slow wäre schneller als Medium. Das stimmt natürlich nicht. So, was haben wir da hinten noch? Hier war noch ein Köcher für Pfeile. Sehr schön. Pickup, der ist etwas besser. Ja, das ist schön. So, dann gehen wir jetzt endlich mal weiter. Was zur Hölle ist das da unten? Da hat wohl jemand nicht sein Frühstück aufgegessen. Sein Mittagessen oder was auch immer. Irgendeine grüne Pampe. Nachher geht. Und ein Heiltrank wäre jetzt nicht schlecht. Wie bestellt. Und noch ein Heiltrank. Und ein Mana-Trank. Sehr schön. So. Boah, wie viel Köcher hier sind. 3 Stück. Das ist ja. Und Heilfilion. Mein Gott! Hilfe, ich krieg langsam echt Angst. Chimera Bite. Ich nehme jetzt mal Warger's Ruin. Und ja, Madame braucht ein neues Shit, denn sie hat gerade keins. Gut, dann vielleicht kommen wir jetzt in den nächsten Akt. In das nächste Kapitel. Wonach es gerade aber nicht wirklich aussieht. Minotaur, those scum killed my... Let's see what these devils are up to. Knechte! Wargar and Minotaur exchanging prisoners for slag. I've seen enough. Now fight! Too late! Oh,
Ja, dumm gelaufen für uns. Und wir sind unten. Und wir haben sehr tolle Minotauren. Und wir können sie nicht verlangsamen, das ist nicht so schön. Oder doch? Wow! Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wow! Au! So, ist gut, Kollege. Du kriegst jetzt wieder die volle Ladung Schmerzen ab. Die Ladung Schmerzen, die du mir verpasst hast. Aber ich habe keinen Mana mehr, das ist schlecht. Egal, volle Ladung und komm her! Haha, diesmal bin ich auf deinen Angriff vorbereitet. Denn ich lerne dazu. Ich bin kein dummer NPC wie du. Haha, komm her, komm her. Nein, verdammt. Shit. Ah, ich mach so wenig Schaden mit diesem schnellen Bogen. Nein, zu früh ausgewichen. Was ist mit dem los? Na komm, komm. Du musst Schaden fressen, Kollege. Nicht Kerdok? Nein, dieser Minotaurus. Ah, ein kleiner Bossfight. Meine Güte, hat der viele Leben. Steht er in Lava? Nein, oder? Nein, zu spät reagiert. Verdammt. Ist gut, hör auf. Hör auf, Kerdok wird zu tun. Ich habe eine andere Idee. Kerdok sollte dann mal weg. Ach, Kerdok. Kerdok, du Knecht. Hier sind explosive Fässer. Darauf hätte ich auch früher kommen können, aber egal. Ja, Kerdok, der steckt das alles einfach weg. So, wir haben 130 Pfeile an dem verballert. Und er geckt ein bisschen rum. So, ich meine, in der Cutscene habe ich zwei gesehen, die auf einen zustürmen. Ach so, das ist Wasser. Nun gut. Ich denke, mittlerweile ist es gerechtfertigt, dass wir die ganzen Lebensfilien vorher bekommen haben. Weil, wenn jetzt Minotauren kommen, sogar ein bisschen öfter, dann kann das schon zu einem Problem werden. Ein Problem, welches mir nicht gefallen will. Springen. Kaputt machen. Ja, was hast du? Ja, nimm einfach weg. Nee, ich hab keinen Bock. Ich nehme nichts davon. Nein. Nein, ich will nichts. Mensch, dabei kann das so schön aussehen. Okay, wobei das hier mit dem Wasser ist eigentlich schon ein bisschen stumpf. Egal. Egal. Es erzeugt eine schöne Atmosphäre. Zumindest finde ich das. Ihr könnt ganz anderer Meinung sein. Dafür ist die freie Meinungsbildung auch da. Damit sie schön zerstört werden kann. Sei es nun mit Akta, sei es mit Sopa, mit Cispa oder mit ganz, ganz vielen wunderbaren anderen Dingen. Ach so. Okay. So. Minotaur and Wargar are trading human beings for slag, and you put us right in the middle. Those cows butchered all but a handful of elves, so I'd be very concerned about your own physical body once I find it. Did you know the Minotaur were involved? I had my suspicions, as both beasts are in the thrall of the slag, but I did not want to worry you until I was certain. I prefer worrying over surprises, so go ahead, worry me. As you wish. I strongly suspect that whatever is behind this is nearing its moment, and death is imminent. But try not to worry. I really hate her. That bitch.